Ja, servus Kevin, 2:0 im Westderby. Wie hast du das Spiel generell gesehen? Ich denke, wir sind am Anfang etwas schwer reingekommen, weil wir ein bisschen überrascht waren auch von dem Druck, wie die Innsbrucker gemacht haben. Aber ich denke, wir haben im Laufe der Partie immer besser reingefunden, hatten in der zweiten Halbzeit viele Chancen, haben nicht das 2-0 gemacht, dann kommen sie fast zurück durch so einen Freistoß. Ist immer gefährlich dann so, aber Gott sei Dank haben wir dann das 2-0 gemacht und haben da hinten raus fast noch das 3-0 gemacht, hat nicht sein sollen. Auch ich schon wieder, leider die Latte wieder im Weg. Aber gut, wir sind froh, dass wir die 3 Punkte geholt haben, weil alle davor vorgelegt haben. Und ist nicht immer einfach dann nachzulegen, wenn man als einzige Mannschaft dann spielt. Aber ich glaube, wir haben das gut gemacht und wir sind noch weiter auf einem guten Weg. Du bist heute sehr oft ziemlich böse gefault worden, speziell vom Roman Wallner kurz nach der Pause. Wie geht's dir? Ja, mein Oberschenkel ist ein bisschen offener und ein bisschen angeschwollen. Mein Arm ist ein bisschen, aber so ist Fußball. Natürlich macht das nicht Spaß, 80 Minuten fast auf dem Boden zu liegen. Ist schon ein bisschen bitter, weil das einfach, glaube ich, nicht sein muss. Ich glaube, wenn 1-2 Fouls passieren, das ist okay, aber so harte Fouls, die gehören nicht zum Fußball. Aber gut, so ist das halt manchmal. Manchmal muss man auch einstecken können. Aber nichtsdestotrotz, die Blessuren, die werde ich jetzt in der Woche schon wegkriegen, damit ich nächste Woche wieder fit bin. Ich freue mich einfach, dass wir 3 Punkte geholt haben. Du hast das angesprochen, mehrmals böse Fouls. Ich habe nachgesehen, einmal gelb, einmal rote Karte. Aber das war meiner Meinung nach zu wenig, was der Schiedsrichter ausgeteilt hat für die Attacken, die da teilweise an dir passiert sind. Ein Wort zum Schiedsrichter Hameter. Ja, natürlich. Ich finde auch ganz klar, dass das zu wenig war. Ich denke, es hätten mindestens 3 gelb-rote Karten sein können und eine rote Karte, wenn nicht sogar 2. Aber so ist das bei uns halt. Wir müssen immer für sehen, dass wir ein Team bleiben, dass wir spielen. Auch wenn die Schiedsrichter manchmal nicht das pfeifen, was sie pfeifen sollten. Und den Herrn kannten wir ja schon aus Karlsdorf, der hat uns auch gepfiffen. Das war auch ein bisschen komisch dort. Aber gut, so ist das halt. Und wir sind stark genug als Team, um sowas wegzumachen mit unserem fußballischen Können. Und ich denke, das haben wir heute wieder gemacht. Und stehen nicht so unrecht jetzt wieder auf dem 2. Platz und haben jetzt bald die Austria Wien zu Hause. Ich denke, wenn wir nächste Woche in Ried gewinnen, dann wird das ein geiles Spiel hier zu Hause und da freuen sich sicherlich alle drauf. Das wäre gerade meine letzte Frage gewesen, nächste Woche in Ried, das war zuletzt ein sehr guter Boden, 5 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden, was kann man sich erwarten von nächste Woche? Die haben jetzt den Trainer gewechselt, ne, und haben dann gleich so ein Spiel hingelegt, haben gewonnen da, haushoch, ja. Und ich denke, das ist auch bei so Mannschaften nicht einfach zu spielen. Ich denke, hier haben wir gesehen, ich denke, wir hatten sie 90 Minuten im Griff, waren klar die bessere Mannschaft, aber haben dann die Tore nicht gemacht. Und dann kommen sie zurück, machen das 1-1 und dann ist es schwer, da hinterher zu laufen. Wir müssen einfach sehen, dass wir die Chancen, die wir bekommen, reinmachen und das Ding so früh wie möglich da entscheiden auch. Okay, danke.